Hallo. Hallo. Das ist Philipp. Und das ist Eva. Und wir fragen weiter für euch nach. Genau. Alle Infos hier. Los geht's. Hallo. Ah, hallo. Eva. Hi. Schön, dich zu treffen. Wir können per Du sein, oder? Ja, natürlich. Alles klar. Wie lange bist du schon mit Bertelsmann hier? Du, ganz spannend. Ich bin jetzt seit knapp 13 Monaten hier in der Abteilung Konzernentwicklung. Das heißt, wir machen Strategie für den Gesamtkonzern Bertelsmann AG. Dazu ja die verschiedenen Divisionen, also RTL-Gruppe, Buchverlag Random House, Direct Group, der größte Zeitschriftenverlag Europas, Gruner und Jahr und noch ein paar andere Sachen gehören. Und beantworten strategische Fragestellungen für den Vorstand der AG. Wir beschäftigen uns mit neuen Geschäftsmodellen. Was macht Sinn für Bertelsmann, vielleicht organisch oder anorganisch aufzubauen? Beschäftigen uns aber auch mit so Themen wie Inhouse-Consulting. Also wir beraten die, wir nennen sie Division, die einzelnen Einheiten der AG, in bestimmten strategischen Fragestellungen. Also ganze Bandbreite, auch über mal Wissensbildung, Mediennutzungsforschung, wirklich super spannend. Und, ja, das hört sich echt so an. Aber wie bist du hierher gekommen, hierauf? Du, ich habe die Anzeige das erste Mal bei Jobstairs tatsächlich gesehen. Bin dann über den Becruiter, das ist so ein Tool, wo Bertelsmann seine weltweiten Jobangebote auch einstellt, habe ich mir das nochmal näher angeschaut und dann einfach die Bewerbung mal rausgeschickt. Habe auch noch ein paar andere Bewerbungen hier bei Bertelsmann im Konzern gehabt, bei Avato, auch bei RTL. Und ja, letztendlich bin ich dann hier gelandet. Okay, und dann hat es geklappt. Und was ist dann passiert? Wie bist du eingeführt worden, an die Hand genommen worden? Ja, ich habe an einem Freitag hier angefangen. Das war ganz angenehm, weil das der Tag nicht so lang war. Und dann erstmal so das übliche Setup, sprich Laptop, BlackBerry, war wirklich prima, dass alles schon am ersten Tag da war. Ist auch nicht immer so, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und dann hat die Kollegin mich erstmal rumgeführt hier im Corporate Center und erstmal gesagt, wo ist die Kantine, wo sind die Aufzüge, wo sind die Toiletten. Und im Nachgang in den nächsten Wochen sind dann noch so ein paar andere Veranstaltungen gewesen, wo dann halt auf eine formelle Art und Weise die Kollegen noch eingeführt werden. Und das durfte ich dann auch noch wahrnehmen. Formell, aber trotzdem sympathisch. Ja, absolut. Also beispielsweise gibt es nochmal einen Welcome Day, wo hier die Kollegen, die alle neu sind, in bestimmten Zyklen, ich glaube alle 2 Monate, hier zusammenkommen. Und dann wird nochmal Bertelsmann erklärt. Hat nochmal hier das Corporate Center erklärt. Bestimmte Abteilungen stellen sich nochmal vor. Das ist auch super, um nochmal so ein bisschen reinzukommen. Wir-Gefühl, hast du das schon entwickelt? Fühlst du dich bei Bertelsmann richtig angekommen? Ja, man muss also grundsätzlich sagen, dass das hier im Corporate Center alles sehr familiär abläuft. Ja. Dass viele Kollegen auf Du sind und dass man hier doch das Gefühl hat, wirklich schnell dazuzugehören. Und bei Bertelsmann ist ganz wichtig hier, insbesondere im Corporate Center, es geht alles viel über Vertrauen und persönlichen Kontakt. Es ist immer besser, wenn man die Leute kennt und schon mal mit ihnen gesprochen hat. Alles klar. Und gibt es irgendwie Veranstaltungen, die dir auch besonders helfen können, hier dich zu integrieren? Ja, absolut. Das Thema Juniorenkreis. Juniorenkreis, das ist auch wieder eine Corporate Center Geschichte, wo die Leute, die auch neu dabei sind, sich treffen, wo Abteilungen sich vorstellen. Letztens waren Bogenschießen, dann einfach mal so zum Teambuilding, wirklich so Mittelalter Langbogen, ganz interessante Geschichte. Und, was, ne? Ja, doch, also gibt genug Möglichkeiten, wo das auch formalisiert abläuft, aber ich kann es nur wiederholen, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich auch informell hier zusammensetzt und die Kollegen bei den verschiedensten Veranstaltungen da auch privater Natur dann trifft und da sein Netzwerk aufbaut. Cool, und wie ist das insidermäßig? Kannst du irgendeinen Tipp geben für unsere Bewerber? Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema ist die Geschichte von Bertelsmann. Ich persönlich mache die Erfahrung im Umfeld, dass viele auch bei Bertelsmann gar nicht zuordnen können, welche Bereiche gehören dazu, wo kommt Bertelsmann her. Viele sind überrascht, dass die ganze RTL-Gruppe dazugehört. Und ich glaube, dass es sich schon lohnt. Bertelsmann ist auch ein sehr historienträchtiges Unternehmen. Wir haben jetzt demnächst 175-jähriges Jubiläum, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich sich ein Bild zu verschaffen, wie ist dieses Unternehmen entstanden und was gehört eigentlich wirklich alles dazu? Und es hilft auch bei der Diskussion mit den Kollegen. Und der zweite Tipp, den kann ich auch noch wiederholen, offen auf die Kollegen zugehen, versuchen persönliche Kontakte zu knüpfen. Und das nutzt einem nicht nur im Businessgeschäft, sondern auch privat, ja, weil hier wirklich sehr viele nette und kompetente Leute auch arbeiten, mit denen sich auch lohnt, abends mal ein Bierchen zu trinken. Ja, cool. Wir haben ja jetzt mittags. Hättest du jetzt noch ein Date fürs Lunchen frei für mich? Ich war tatsächlich heute schon, aber wenn du möchtest, lade ich dich gerne in die Kantine ein. Ja, voll gerne. Auch die gute Qualität, ja, von daher kann ich nur empfehlen. Ja, super. Zeigst du mir den Weg? Gerne. Ja, okay. Unser Fazit. Nicht nur die Bewerber bereiten sich auf Bertelsmann vor, sondern auch Bertelsmann bereitet sich auf die neuen Mitarbeiter vor.
Persönliche Kontakte werden beim Mittagessen geknüpft und vertieft. Und Bertelsmann bietet für Neueinsteiger spezielle Veranstaltungen an. Hallo, ich bin heute hier bei Bayer und im Gespräch mit Gabriele Kornblum. Gabriele Kornblum, was genau machen Sie eigentlich hier bei Bayer? Ich bin zuständig für die Einführung neuer Mitarbeiter, das heißt das sogenannte Onboarding. Onboarding, da denke ich irgendwie an Sonnendeck auf einem Kreuzfahrer. Ja, so ähnlich kann man das betrachten. Ich sorge dafür, dass die Mitarbeiter an Bord kommen und sich zurechtfinden hier im Konzern. Und wie läuft das dann am ersten Tag so ab? Also wo gehe ich da hin? Sie bekommen ein Begleitschreiben nach Hause, das heißt, Sie haben doch die ganzen Informationen, was Sie am ersten Arbeitstag mitbringen müssen, an Unterlagen, wo Sie Ihren Ausweis erhalten und Sie bekommen auch die Informationen, in welchem Gebäude Sie Ihren genannten Ansprechpartner finden. Okay, und wie bekomme ich so die Infos rund um meinen Arbeitsplatz? Ja, da haben wir einen Onboarding-Prozess eingeführt mit unterschiedlichen Aktivitäten. Natürlich beginnt das zunächst mit dem Gespräch mit dem Vorgesetzten, dann erhalten Sie aus dem Kreis der Kollegen einen Paten. Das heißt, Sie haben dort die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, die so am Anfang auftauchen. Ja. Wir haben eine interne Webseite, wo Mitarbeiter im internen HR-System eine eigene Rubrik haben, neu bei Bayer. Und dort haben wir alle Informationen zusammengestellt, die Sie benötigen für den ersten Arbeitstag. Und jetzt fange ich ja mit Kollegen an. Irgendwo mal hier, sehe ich die dann je wieder oder sind die dann 20 Kilometer weiter in irgendeiner anderen Abteilung und das war's? Nein, Sie haben die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, denn jeder neue Mitarbeiter wird eingeladen zu einem Einführungskurs, wo Sie mit erfahrenen Managern diskutieren können, aktuelle Informationen erhalten und eben auch Netzwerke knüpfen können und Kontakte herstellen können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Anregungen habe für den Konzern, wird sowas gehört oder wird es eher belächelt von neuen Mitarbeitern? Nein, das ist uns sehr wichtig, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich schnell eingliedern in unseren Konzern. Und aufgrund dessen führen wir regelmäßige Befragungen durch und bieten an, anonyme Rückmeldungen zu geben, sodass ich das dann oder dass wir das umsetzen können in neue Konzepte oder in Änderungen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hört sich echt toll an. Ja, gern geschehen. Unser Fazit: Wer bei Bayer neu anfängt, kommt sicher an Bord und ist in guten Händen. Haben Sie einen Tipp für Bewerber, die sich hier an dieses Unternehmen richten wollen? Wie müssen die sein?